Bist du Basti Baumgartner? Kennen wir uns? Sind das da deine? Sehe ich so aus, als hätte ich welche. Komm, schleicht's euch. Wer bist denn du? Ich bin Dina. Basti, die Pizza brennt! Basti, das brennt! Zu links! Boah, steckt ja furchtbar! Du hast vergessen, die Folie abzumachen. Du bist der ganz Gescheiter, gell? Ihr geht's jetzt wieder zocken, Abmarsch. Scheiße. Servus, Thea. Und das für ekliger Gestank? Was ist denn du aus? Ah, ich hab nur kurz duscht. Was ist denn das? Sag mal, spinnst du? Ach, mein Thea. Ich hab gesagt, du sollst deine Hausaufgaben machen. Das ist doch alles ganz harmlos. Da gibt's noch viel schlimmere Spiele. Kommando Korea zum Beispiel, das ist wirklich heftig. Da kann man Kim Jong-il kastrieren. Oh mein Gott, da wird mir nicht einmal dran gefallen. Was ist denn das schon wieder? Ich hau ab. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast in meinem Schlafzimmer mit einem von deinen Fletschern. Ich wasche das Bettzeug, ja. Du hast überhaupt keine Waschmaschine und hast bitte schön auf mit der Flaschen. Er hat keine Waschmaschine. Wer sind Sie? Ich habe keine Ahnung. Ist das deine Frau? Du hast vielleicht Humor, Mädel. Sebastian ist mein kleiner Bruder. Wer bist denn du überhaupt? Ja, das möchte ich schon langsam einmal wissen. Wer bist denn du? Erinnerst du dich nicht mal an Vanessa aus Bitterfeld? Vor 18 Jahren war sie in München auf Klassenfahrt. Was? Ich bin deine Tochter. Können wir irgendwo alleine reden? Das ist die Tina aus... Dina. Das ist die Dina aus... Wo kommst du her? Bitterfeld. Okay, also das ist die Dina aus Bitterfeld. Der da ist mein Vater, ich bin seine Tochter. Das ist mein Sohn Paul, dann bist du sein Opa. Ihr geht's jetzt sofort heim und du kommst bitte mit. Servus. Ich bin der Basti. Ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Nur eine Wurst pro Person. Warum? Weil ich nicht will, dass meine Fahrer fett werden. Ein Genießer. Was ist denn das für Bier? Das ist ein Weißbier, Champagnergärung in der 03er Flasche. Und auch sonst. Wollen wir nicht ins Bett, Basti? Passt schon alles soweit. Von mir aus könnte das Leben immer so weitergehen. Wer bist denn du? Erinnerst du dich nicht mehr an Vanessa aus Bitterfeld? Vor 18 Jahren war sie in München auf Klassenfahrt. Ich bin deine Tochter. Also das ist die Dina aus Bitterfeld. Der da ist mein Vater, ich bin seine Tochter. Das ist mein Sohn Paul, dann bist du sein Opa. Also das war jetzt, kurz gesagt, scheiße. Aber das war erst der Anfang. Wenn du keine Unterhaltsklage am Hals haben willst, gibst du Dina, sagen wir mal, 15.000. 15.000? Boris Becker hat für seine Tochter 1 Million bezahlt. Aber dafür muss der jetzt auch Baumarktwerbung machen. Kannst du mir vielleicht mal verraten, wie ich das Nektarius beibringen soll, dass er mit einem Urgroßvater in die Kiste geht? Mein Opa ist ein Schwuchtel. Das hört er gar nicht gern. Was, Schwuchtel? Nee, Opa. Na, geht heute Abend noch ein bisschen schwufen? Ja, auf Paul, passt du halt auf. Saubere Fläschchen sind in der Küche. Milch, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und was ist, wenn er schreit? Dann gibst du ihm in die Brust. Das ist dein eigenes Fleisch und Blut. Das ist das Größte, was einem überhaupt passieren kann. Du hast nie von sie gewusst. Natürlich habe ich von dir gewusst. Du musst das allerletzte Arschloch! Ich hätte am liebsten die Zeit zurückdrehen, aber das kann ich nicht. Immerhin ist er mein Vater. Jetzt mach's mal nicht so spannend, Papi. Nenn mich bitte nicht Papi. Thank you.